Spaghetti. Ah, Ravioli. Oh, Leute, ich hab ganz vergessen, wir können jetzt das Spiel beenden, denn wir können jetzt ins Finale. Bowser Schloss ist nun mit dem Bus erhältlich. Oder wir rennen einfach da drüben hin. Aber lass doch erstmal kurz hier beim Panoramahügel vorbeischauen. Da können wir jetzt endlich hin, Leute. Seid ihr ready? Ja. Kurz genickt. Ja, alle sind ready. Ihr habt auch genickt, ich hab's gesehen. Und wir starten rein in Bowsers Festung. Das ist eine große Festung. Den Anfang kennen wir ja schon vom Anfang des Games, aber ist die Beleuchtung jetzt ein bisschen anders? Es ist viel heller und bedrohlicher. Und die Gegner, naja, Bowser Schergen haben ein Upgrade bekommen, wie man sehen kann. Haben jetzt rote Panzer. Schildkorporal sind das jetzt. Die halten wahrscheinlich dadurch auch mehr aus und verteilen auch viel besser. Spürte Bowsers Präsenz. Er ist verwirrt. Oh, cool. Weil wir Bowser bei uns haben, sind jetzt verwirrt. Also ich meine, ich kann euch noch direkt zeigen. Hier, wieso? Was soll das, Freunde? Denkt sich Bowser wahrscheinlich so. Oh, die fürchten sich vor Bowser. Oh, dann rennen die weg. Okay, also man kann die Kämpfe hier scheinbar skippen. Extra Zug, das ist ganz nett. Dann kann ich jetzt zumindest mal kurz scannen, wenn wir schon dabei sind. Madam. Ach, eure Feurigkeit. Ja? Sag's mir ins Gesicht. Ja, kein Bock. Na gut. Also ja, die können wir eigentlich auch ignorieren. Mit Bowser fliegen die sowieso. Wenn man mit Bowser kämpft. Höh! Shinies! Nein, warum? Warum sieht das so eklig aus? Profi-Gumba? Also, ich weiß euch ja nicht, wer euch hier veräppelt hat, dass ihr mit grüner Farbe besser werdet, aber er hat euch auf jeden Fall angelogen. Die Shrek-Gumbas, oh Mann. So seltsam aus. Vielleicht kann ich ja doch gewinnen. Oh, er hat Angst vor Bowser. Nö, kann er nicht. Ah, die gehen auch komisch. Machen den Moonwalk. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Super. Super duper. Hi. Also grüne Paracoopas? Malacooper. Oh, er hat Angst vor uns. Giga Paracooper. Das sind alles neue Enemies, ne? Sie sehen zwar sehr ähnlich aus zu denen, die wir alle schon mal hatten, aber es sind trotzdem noch andere. So, kurz Gedanken lesen von dem. Ich will doch gleich noch kurz den anderen Paracooper, den Malacooper, anscannen. Aus meinem Polster bin ich schon lange rausgewachsen. Oh oh. Bam, bam, bam. Geh down. Ich will was anderes sagen, aber egal. Geh down. So. Ich will nochmal. Oh, jetzt kommen die angerannt. Nein. Ah, verdammt. Nee, lass mal's. Rennen wir lieber. Ich kann gegen die Malacooper nicht kämpfen im Moment. Aber ich muss springen! Weil sonst das passiert. Denn die Goombas wollen kämpfen. Hallo, hallo, ich bin stuck! Ich bin literally stuck gerade. Und ich kann nichts machen. Spring, 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 spring. Nein! Bitte lasst mich gehen! Jetzt lassen sie mich gehen. Okay. Kommt später zu euch zurück. Jetzt wohl noch nicht. Er begutachtet die Statue. Ja, ich verstehe, sieht schon ganz nett aus. Weiß nicht, wie es lang geht. Da wohl nicht. Aber es sind ja easy Gegner und die hauen ja auch oftmals selber ab. Also die Gegner sind zum Testen. Ob du auch nicht geschummelt hast, ob du genug XP hast, um hier durchzukommen. Und das haben wir offensichtlich. Und ein Item bekommen. Ich habe nicht gesehen, welches, aber auf jeden Fall irgendeins. Und oh mein Gott, wie viele von euch gibt es hier bitte? Es reicht langsam, ehrlich. Nein, wieso springt der? Brachizwack. Das ist aber nicht einer von Bowser Schergen. Was ist das denn für einer? Oh Mann, ausgerechnet auf Mallow, der den analysieren könnte. Ausgerechnet auf Mario. Nein.
Bleib drin. Die Gumbas hauen ab. Wenn die Cannon Bowser. Bam. Das ist immer noch blöd. Ich könnte die Toad-Hilfe einsetzen, aber ich lasse es lieber. Er ist schon tot. Nein. Naja, ist ja nicht schlimm. Es gibt ja, wie gesagt, noch eine Möglichkeit, alle. Oh Gott, nein. Alle am Ende des Spiels nochmal zu scannen mit Frosch-Coins und. Oh mein Gott, was will der denn hier? Ach du meine Güte. Hey. Hey da, Mario! Was macht die Kunst? Hast ja hoffentlich nicht vergessen, dein Spiel zu speichern, oder? Auf jeden Fall erst richtig gefährlich, also benutzt jemand den Speicherblock davon, klar? Brauchst du irgendwas, Mann? Hab nützliches Zeug zu verkaufen. Bei mir gibt's klasse Sachen. Warum sollten wir dir trauen? Ich meine, ich weiß nicht, ich traue ihm einfach nicht. Aber okay. Was hat er denn so? Nur die Feuersachen? Ist ja lame. Die haben wir schon alle an. Ich schätze, er will sicher gehen, dass wir die Sachen haben, aber warum hilft er uns jetzt? Warum? Oh, vor dir siehst du 6 mysteriöse Türen. Möchtest du eine Erklärung dazu, wie es hier weitergeht? Ja, bitte? Hinter jeder Tür erwartet dich eine andere Herausforderung. 2 Türen bergen Hüpfspiel-Action, fordernde Parcours, auf denen du Geschick und Reaktion beweisen kannst. 2 andere Türen führen zu Kursen voller Kämpfe, die deine Kraft und dein Können auf die Probe stellen. Und hinter den letzten beiden Türen wartet knifflige Rätsel, ideal für versierte Tüftler. Sobald du durch eine Tür gehst, kannst du nicht mehr durch sie zurück. Der Kurs muss bewältigt werden, sonst gilt er als gescheitert. Welcher Kurs hinter welcher Tür wartet? Das ist eine Überraschung! 4 der 6 Kurse müssen gemeistert werden, erst dann öffnet sich der Weg nach vorne. 4 von 6? Okay. Ich bin sehr verwirrt. Ene, mene, müsse, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, weg und du bist weg. 4. Ah. Der Boss! Dr. Klopper. Grüß dich, ich bin Dr. Klopper, offizieller Festungsrätselmeister. Diesmal gibt's Quizfragen. Kleine Anfang gefällig. Anleitung, meinst du? Ja, genau. Dann spitz die Löffel. Du kriegst gleich von mir 12 knackige Quizfragen zu hören. 12 Stück! Mit jeder richtigen Antwort hebt sich der Block, auf den du stehst, um genau eine Stufe. Mit jeder falschen sinkt er um 2. Du hast pro Frage 5 Sekunden. Lässt du die ganze Zeit verstreichen, dann sinkt dein Block um eine Stufe. Mit diesen 12 Fragen musst du mir. Musst du insgesamt Höhenstufe 8 erreichen. Klar, dann hast du gewonnen. Was haben Crystallux, Jitsu und Gumbilder gemeinsam? Monsterschlupf sind sie alle 3. Wer ist Oberbösewicht des Abenteurers? Schmiedrig. Wie lautet das geheime Penwort und versunkenen Wrack? Perlen. Wie heißt aber begnadete Bildhauer im Nimbusland? Tobi? Oh, nee. Wie heißt Roses Ehegatte? Romeo. Oh. Ehrling war ein Todpaar schon etwas länger auf ihre Trauung. Seit ewig. 3 Tage. Nein. Was genau verwandelt ein Bell um seinen Gegnern Vorlieben? Pilze? Mist. Wo wurde das erste Steinschuck gefunden? Im Pilzpalast. Was ist das Lieblingsgetränk von Jonathan Jones? Brombeer? Ah. Wer ist die knuffeligen Nagetiere-Gegner im Steinhügel? Mauslinge. Nein. Welcher Boss sah aus wie ein Flitzebogen? Bogo? Wie heißt der Marionetterich, der kleine und große Bomben baut und unbedingt berühmt werden will? Pupponetto. Aber nicht geschafft. Oh nein, wie schade, wie untröstlich. Kann ich es nochmal versuchen? Oder werde ich jetzt rausge... Wow. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Braucht keine Anleitung. Los geht's. Wie viele Handlanger hatte Kroko? 3? Ja. Wie lautet das geheime Kennwort? Perlen. Wie lange war ein Todpaar? Wie lange? Seit einer Stunde. Nein. Welche Monsterart trifft man nicht in Borses Turm? Schilde? Schildgedeihe? Ja. Wie viele Münzen könnte man ein Käferweibchen kaufen?
50. Nein. Wenn der flinke Nitrotrott im Bergfuch am mittleren Schalter steht, was verkauft er dann? Kleidung? Keine Ahnung, Alter. Die Trüchtenk von Mario Mello und Prinzessin Peach heißt wie genau? Segen, Regenbogen. Wenn dein treues Menü öffnest du links die Menüpunkte. Wie heißt dann der vierte? Alter. Items. Ja. Was haben Chris, ja, was haben die gemeinsam? Sie sind in Monster Shop. Wie heißt die Kraftzeichen, die Bowser ab Level 15 erlernt? Erdkracher. Erdkröterich. Was macht der Toad, der in Ehling zum Fotografieren bereits stand, überhaupt nicht? Fotografiert zu werden. Ja. Also wirkt Rotessenz. Man wird super stark. Keine Rückschmerzen mehr. Was? Ernsthaft? Ich hab's nicht geschafft? Aber ich war doch ganz oben schon. Hä? Das zählt nicht? Nee, Leute, ich mach das jetzt weiterhin. Ich möchte das jetzt schaffen. Ich habe ja jetzt die Fragen ein bisschen besser raus. Los geht's. So, Monsterschlupf. Prinzessin Peach als Bosses entführt wurde. Ein Beet zwischen bunten Blumen sitzen. Wie lautet das geheime Kennwort? Perlen. Treues Menü öffnest. Vierter Punkt ist Items. Boss, du den kennst. Ist Boss der wievielte? Der siebte. Ja. Wo genau haben du und deine Gefährten das dritte Sternstück gefunden? In Mauldorf. Ja. Wer half dir und deinen Gefährten die Randland hinauf? Paracoopers. Ja. In Indien gab es einen kleinen Soadkin, das unbedingt etwas Bestimmtes machen wollte. Skifahren. Ja. Hab geraten. Damit hast du Höhe, ach, da reicht Kinder, reicht nicht, wa? Oh, danke. Cool. Und was krieg ich? Hi. Nice Rätsel, nice Glück. Hoffe, du bist fit im Zählen. Ich gebe dir 10 Sekunden zählen. In dieser Zeit musst du ausknobeln, wie viele Fässer dort in der Ecke sind. Bitte kurz die Augen schließen. Okay, fleißig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Stück. Sag, wie viele Fässer waren das? 16. Jo, war richtig krass, aber weißt du was? Das war nur die Aufwärmrunde. Jetzt geht's ans Eingemachte. Es kommt noch mehr. Diesmal ist es nicht so einfach. Freu dich auf den Haufen Fässer. Du hast 20 Sekunden, statt da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 sollten es sein. Ich glaube, es sind 45. Sag, wie viele sind's? 45. Yo, krass, korrektissimo, bist wahrhaftig ein Genie, wie... Bin ich durch? Bitte sag, ich bin durch. Nicht noch mehr Rätsel. Oh nein. Und jetzt was ganz Neues. Und zwar ein Logikrätsel. Die vier Gestalten hier heißen Spooky, Gumpel, Knocho und Blubber. Sie haben einen Triathlon bestritten. Der Triathlon, den die vier bewältigt haben, bestand aus Schwimmen, Fahrradfahren und einem Marathon. Sprich mit den Vieren, hör ihnen gut zu und sag mir danach, wer als vier, als wievielter ins Ziel gekommen ist. Oh nein. Beim Schwimmen wurde ich Dritter und in der Disziplin danach war meine Platzierung auch nicht besser. Pa! Okay. Dritter und danach auch nicht besser. Okay. Im Radfahren war ich zwischendurch Vierter, kam am Ende aber auf dem gleichen Platz ins Ziel wie beim Schwimmen. Okay, er ist nicht Vierter, er war zwischendurch Vierter. Am Ende auf dem gleichen Platz wie beim Schwimmen. Also nicht Dritter ist er. Ich habe im Fahrradfahren und im Schwimmen denselben Platz belegt. Im Marathon lagen zwei andere am Ende vor mir. Was? Im Marathon waren zwei weitere vor ihm. Im Fahrradfahren und Schwimmen denselben Platz. Boah, das kann ich mir doch alles nicht merken. Was ist denn das hier? Bitte. Ich lag beim Fahrradfahren und beim Endergebnis vor Gumbel. Du lagst vor Gumbel. Was kann ich dir dann sagen? Reihenfolge? Nein! Junge, woher soll ich das wissen? Okay, also ich muss deren Gesamtwertung wahrscheinlich jetzt abschätzen. Also, Spooky ist nicht so gut. Er wurde beim Schwimmen Dritter und danach Dritter oder Vierter. Gumbel hat sich hochgesteigert. Er war am gleichen Platz in beiden. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nur, er ist nicht Vierter gewesen. Er hat es doch nach oben geschafft. Knocho
hat auch in beiden denselben Platz. Aber zwei andere waren vor ihm, also er ist Dritter. Er ist hundertprozentig Dritter. Wenn zwei vor ihm waren, dann ist er Dritter. So, was soll ich sagen? Okay, Knorro ist Dritter, das ist easy. Ich glaube, Spooky ist Letzter. Gumbel ist wahrscheinlich Erster und Schiebschieb dann Zweiter. Ich glaube, beim Fahrradfahren und beim Endergebnis vor Gumbel. Nee! Blubber 1, Gumbel 2, Knochi 3 und Spooky 4. Ja. Okay, das müsste es sein. Der spricht nun mit den Vieren in der richtigen Reihenfolge. Erste, der zweite, dritte, vierte. Okay. Schiebschieb. Blub sagt, ich war Erster. Ja. Du sagst, ich war Zweiter? Ja. Du sagst, ich war Dritter? Ja. Du sagst, ich war Letzter? Ja. Dann Reihenfolge lautet also Blubber, dann Gumbel, dann Knochen und jetzt Spooky. Das ist deine Antwort, ja? Ja. Und das ist richtig! Oh mein Gott, ich hatte voll Angst. Gut gemacht! War ein Spaziergang für dich, oder? Dann bitteschön, der Weg ist frei! Komplett? Oh mein Gott, bitte, ist es durch? Ja! Wir haben es geschafft und wir kriegen... Kern des Bonbons. Ja, toll. Okay. Alles klar. Ey, das war not bad. Eine kleine Mickey Maus sah sich mal die Hunde... Oh, was sah ich? Die Hose aus. Zog sie wieder an und du bist dran. Dran bist du noch... Lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geh einfach hier rein. Aufgeben stand da. Wahrscheinlich ist hier... Oh. Hier sind Kämpfe. Okay. Ich sag's mal so, die werden jetzt alle gleichzeitig abhauen wegen Bowser. Oder? Ist es nicht so? Ich glaub schon. Ich meine, ein paar können wir bis noch besiegen. Ja, genau. Haut ruhig ab. Einfacher Kampf für uns. Okay. Der rote Magikooper. Ah, den müssen wir noch scannen. Bitte haut er nicht sofort ab. Bitte haut nicht sofort ab. Die hauen sofort ab. Verdammt. Dann heißt es wohl Bowser gegen den Giga-Paracooper. Der auch nicht wirklich zu seiner Crew gehört? Fragezeichen? Keine Ahnung. Aber... Die sind alle kein Problem, die Gegner. Mega easy bisher. Aber ich glaube, es wird immer schwerer. Immer schwerer. Einen Buhu! der Mario-Wortblick. Oh, und ein paar Zauberstäbe. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Kugel weiß. Bam. Höh! Wie viel Damage habe ich denn bitte gemacht? What the hell? Alle schon tot? Was zum... Die halten ja alle gar nichts aus. Boah. Ist einfach so krass, ne? Was soll ich sagen? Liegt einfach in unseren Adern. Gut. Letzter Gegner oder kommt danach noch was? Ich glaube, danach kommt bestimmt noch was. Was? Ein grüner Shy Guy? Sie erinnert mich an der aus Bowser's Inside Story. Schleuderguy. Bam. Haben die keine Angst vor Bowser oder erst nächste Runde? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wenn die Angst haben, ist es jetzt genau die gleiche Geschichte wie bei den Goombas. Ah, nee. Die haben keine Angst vor Bowser. Das sind wohl nicht seine Schergen. Ist das eigentlich offiziell, ob Shy Guys zu Bowser Schergen gehört? Ich würde schon sagen, die gehören schon zu Bowser Schergen, die Shy Guys, aber die hier wohl nicht. Das sind Alleingänger mit Schleudern. Na gut. Vielleicht haben die es auf Yoshi aus. Oh! Ja, immer doch! Immer doch! Links! Heute habe ich einen Lauf in dem Spiel. Und... Dafür gibt es auch ein Level Plus für Bowser, Level 18. Boah, passt gerade noch so in den Kasten rein. Robo-Cooper-Randale, Bowsers ultimative Waffe. Ist das seine letzte Attack, die er lernt, oder wie? Boah, jetzt muss ich mir überlegen, was ich ihm gebe. Ich gebe ihm Kraft. Ist doch so ein kräftiger Bursche.
Das geht weiter, oder? Ja, es geht weiter. Oh Mann. Leute, dieses Schloss wird lange dauern. Und ich habe vor, alle Türen zu machen. Tatsächlich. Weil ich mir alles gerne anschauen möchte. Ach Mann, warum ausgerechnet Bowser? Ich wollte mit ihm die neue Attacke ausprobieren. Aber zumindest mache ich so jetzt mehr Damage, ja. Bam, bam. So, Mallow. Du schaffst das gegen die Bizo. Ja, der eine nicht. Der hört aber ab. Also passt. So, was jetzt? Was hast du noch zu bieten? Grüne Jeep Jeeps. Toll. Und die Qualmaxos. Bam. Achso, jetzt habe ich die Attacke von Bowser nicht ausprobiert. Ah, vergessen. Mach ich gleich. So. Aber nicht in diesem Kampf. In diesem Kampf lohnt sich das nicht mehr. Aua. Ach, daneben. Was soll das denn? Könnt ihr mich antun? Bam. Latsch. Tot. Man hat auch mal zwischendurch Zeit, sich kurz zu heilen, theoretisch. Komm, das mache ich auch mal. Ich habe hier noch ein paar Loop-Pilze. Auch nochmal benutzen. Und... ach, nicht die... die Lampe. Im Monsterstufe war es einfach die Lampe. Aber hier... leider nicht. Und ich habe wieder vergessen... aber hier ist es auch zu einfach. Hier lohnt sich das auch nicht so wirklich. Mega Erholung. Aha. Erholung vor was denn? Vor dem, was ich dir angetan habe, aber das ist ja erst jetzt passiert, Kumpel. Du lebst in einer komischen Zeitschleife. Oh nein, nicht er. Aus dem... hör, das sind zwei verschiedene. Und... was ist gerade passiert? Mallow! What the... wow! Schnitter und Gewatterspuk. Den kennen wir nicht, den Gewatterspuk. Ich brauche erstmal Peach. Weil Mallow muss dann gleich scannen für mich. Weil ich ja noch nicht ganz checke. Dankeschön. So, Mario, Angriff. Bam! Nein, warum bin ich auf den gegangen? Jetzt ist er tot. Ah. Och man, ist das blöd jetzt. Ja, okay, ein Damage, toll. Schade, wir sind viel zu stark, leider. Ärgerlich, dass wir so stark sind. Aber Level plus Psychobombe erlernt. Reiz mich lieber nicht, denn sonst... BOOM! Okay, Peach. What the hell? Ja, kriegst neue Kraft. Was zur Hölle? Muss ich Angst haben vor Peach? Irgendwie schon, oder? Okay. Das geht ja richtig lange weiter so. Sag mir nicht, das hier ist eine der falschen Türen. Egal, ich sag alle. Ich sag sowieso alle. Flammstein. Und Flammstein. Aua, ich hab doch gedrückt. Blödes Spiel. Brauch bessere Hit Detection und extra Zug. Den nehme ich mit. Mhm. Bowser. Reiner mit dir. Bam. So, bitte lass es enden. Wie lange soll das noch gehen? Ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Lakitu. Kumpanenwurf. Aha. Aua. Aua. Ich würde ja meine Leiste benutzen in der Ecke, aber es lohnt sich halt nicht, weil die sowieso nach einem starken Angriff tot sind alle. Seht ihr? Schon down. Und Mallow? Selbst Mallow kann die killen, seht ihr? Lohnt sich halt nicht. So geht's halt viel schneller. Und außerdem, wir kriegen Level Plus. Also es lohnt sich hier schon, das zu machen. Boah. So viel KP, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Komm schon. Du blöder Magikooper, es reicht jetzt mal. OW-Stern. Nee, es ist der andere, oder? Ja. Nee, es ist wirklich OW-Stern. Ich wusste seinen Namen nicht mehr. Okay, Bowsers ultimative Waffe. Robo, Cooper, Randale. Hm. Cool. Gab es den Robo Cooper zu dieser Zeit schon? Oder war das früher ein anderer Gegner, der hier rumgerannt ist?
Ich meine, den gab es damals noch gar nicht mal, Wurst 3, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Level Plus kriegen wir trotzdem. Ultrafeuerball erlernt in Fessel ein Feuer Inferno. Dann geht wieder da. Nice. Bisschen mehr Kraft können wir damit auch noch machen. Und Level Plus für Meryl darf nicht fehlen. Sternenstampfer. Eine Sternschnuppe. Drücke bei Gegner Kontakt A für weitere Treffer. Not bad, Kumpel. Gibt ja auch ein bisschen Kraft. Ich will nicht immer KP machen, wisst ihr? Ich will mal ein bisschen abwechseln. Okay, beides würde ich mal gerne ausprobieren. Ist das der Letzte hier? Komm schon, sag mir, du bist der Letzte. Wie er rumtanzt. So viele von euch. Muss das sein? Ich würde sagen, lasst es sein. Bam. Die leben noch? Oh, einer nicht. Einer ist abgehauen. Oh, und wir sehen, wir haben alle Attacken für Mario. Denn die Leiste ist voll, die Liste hier. 6 Attacken gibt es für alle scheinbar. Oder zumindest für Mario gibt es das. Okay. Ultrasprung geht ja auf alle. Und das ist ein Feuer Inferno. Auf wen geht denn das? Geht das auf alle? Es geht auf alle. Okay, sehr nice. Oder zumindest alle, die er entdecken kann. Ah, und für Mähler haben wir auch Attacken. Sternenstampfer. Ausprobieren. Bam, 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 bam. Ist es wirklich einfach nur der Mario-Sprung? Ich glaube, das ist wirklich einfach nur... Hey, können wir nicht das machen für die 100 Sprünge? Ich weiß, vielleicht ist es auch nicht der Mario-Sprung. Aber das war grad geil. Das ist echt geil. Oh, bitte sag mir, das reicht jetzt. Bitte. Ja, wir sind durch. Boah, Klaue. Okay, also das Rätsel hat sich nicht gelohnt für das Item. Also Rätsel war unnötig, aber... Schau mal, was wir jetzt haben. Boah, Klaue. Eine Klaue zum Bohren. Es war schade, weil ich mag diese Stachelhund-Attacke, aber das macht halt nun mal plus 10 mehr Damage. Also nehmen wir das mal, würde ich sagen. Boah, Klaue. Ich glaube, der Feuerpanzer ist auch sehr nice. Und ansonsten habe ich hier nichts, was besser wäre. Okay, das vielleicht, aber... Ich denke, das, was wir jetzt ausgerüstet haben, ist ganz okay für Bowser zumindest. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge tun wir uns dann den Rest an. Seid gespannt, seid dabei. Bis dann und ciao.